Hallo, 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 wir sind zurück. In der zweiten Kampagne der deutschen Kampagne, Angebot und Nachfrage, kommt als nächstes. Das erste war ja so ein bisschen mehr so Stealth, rumrennen, dann ein bisschen kämpfen. Alles noch nicht so spektakulär. Mal schauen, ob sich das jetzt in dieser ändern wird. Das Missionsziel ist auf jeden Fall sehr lang, das können wir uns gleich durchlesen. Englands Seeblockade gegen Deutschland fordert ihren Tribut. Die deutsche Hochseeflotte ist gut, aber kein Gegner für die britische Flotte, schon gar nicht in heimatlichen Gewässern. Um die Blockade zu brechen, lockt die Hochseeflotte feindliche Schiffe in befreundete Gewässer, wo sie versenkt werden können. Ein Glück für die Deutschen, dass die Briten Winston Churchill als Lord der Admiralität ersetzt haben. Vielleicht ist sein Nachfolger empfänglicher für deutsche Listen. Kaiser und Kriegsministerium haben für Jahresende mehrere Großoffensiven geplant. Aber ohne Nachschub haben sie keine Erfolgschance. Okay, das klingt wie eine Wassermission. Wenn wir das mal ein bisschen kennenlernen. Gegen die Briten. Missionsziele. Nachdem sie ein Dock oder eine Marinewerft gebaut haben, werden deutsche Nachschubstransporter an den Endpunkten der Nord- und Südroute eintreffen. Schiffe von Norden laufen die Häfen Kiel und Rostock an. Schiffe aus Süden Wilhelmshaven und Bremerhaven. 20 Transporter müssen den Hafen unbeschadet erreichen. Handel mit Dänemark könnte nützlich sein. Dänemark gibt ihnen Gold für Nahrung und Eisen für Holz. Um einen Handel abzuschließen, benutzen sie den Bildschirm Allianz und Tribute. Damit schicken sie Dänemark die Ressourcen. Es werden nur Ladungen von jeweils 500 Einheiten akzeptiert und sie bekommen 250 zurück. Okay, 2 zu 1 Handel mit Dänemark. Gold für Nahrung, Eisen für Holz. Und ich weiß nicht, ob es dann schlau ist, die Docks erst zu bauen, wenn wir auch bereit sind. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall Wilhelmshaven und hier Kiel und Rostock. Die Engländer. Geschichte könnt ihr euch gerne durchlesen. Ich klicke jetzt auf Tipps dann wieder. Also eine Menge. Vom Handel mit Dänemark sollten sie jeweils exakt 500 Nahrung und 500 Holz als Tribut abliefern, da Überzahlungen verloren sind. Im Gegensatz für ihre Holz und ihre Nahrung erhalten sie dann Gold. Oder halt Eisen. Wahrscheinlich. Der Bau eines Flughafens bringt den berühmten Flieger Manfred von Richthofen in den Sektor. Okay. Der Albatros-Jäger eignet sich besser gegen Feindflugzeuge als die Fokker. Okay. Das ist ja jetzt schon voll kompliziert. Halten Sie einen Weg frei, damit deutsche Transporter den Hafen erreichen können. Falls ein Transporter stecken bleibt und sie nicht mehr bewegen kann, wird er von seiner Crew zerstört. Okay. Es treffen ständig Transporter ein, bis sie alle 20 Ladungen erfolgreich erhalten haben. Wählen Sie einen deutschen Hafen an, um herauszufinden, wie viele Ladungen kommen müssen. Die Briten brauchen einige Zeit, um ihre Seeblockade einzurichten. Je früher sie als Marineanlagen bauen, desto besser. Vergessen Sie nicht, Ihre Kriegsschiffe von Kreuzern begleiten zu lassen, denn die RAF kann problemlos die Nordsee erreichen. Alter Schwede, haben wir viel zu tun. Ja, also doch eher früh bauen, entgegen meiner bisher eben geäußerten Vermutung. Vielleicht erfahren wir noch ein bisschen was in dem Video. Unser Katz-und-Maus-Spiel mit den Alliierten verlagert sich in die eisige Nordsee. Unsere tapfere Marine ist der britischen Flotte im offenen Gewässer jedoch zahlenmäßig unterlegen. Sie muss daher Kriegsschiffe zur Verteidigung heranziehen, besonders zum Schutz unserer Fracht. Oh, da sind sie, Dänen. Seine Majestät Christian X. hat verfügt, dass das Königreich Dänemark im Krieg neutral bleibt. Aber wir sind bereit, mit allen Parteien des Konflikts zu handeln und akzeptieren Nahrungsmittel und Holz für Gold und Eisen. Bitte passendes Wechselgeld bereithalten. Der Kaiser hat für das nächste Jahr mehrere Großoffensiven geplant. Damit wir ausreichend Vorräte für diese Pläne haben, müssen wir mindestens 20 Ladungen mit Kriegsmaterial erhalten. Sobald Docks und Werften gebaut sind, können die Transporte kommen. Gut, das war ja quasi auch in den Tipps, was wir da haben. Na, lassen wir erstmal. Also hier können wir Leute bauen. Deutsche Hafen haben wir denn irgendwie schon?
Nee. Nee, hier haben wir noch nichts. Bauen einfach mal überall ein paar Leute. Deutscher Hafen. Hier ist doch Eisen und Gold. Warum sollte ich das tauschen? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Versteht ihr das? Ob ich hier noch irgendwie Nahrung finde? Ob ich quasi einfach ein Dings baue? Ich könnte ja einfach... Nee, kann ich doch. Ups, naja, nicht so schlimm. Also ich sehe jetzt noch nicht so richtig, warum ich handeln sollte. Ich krieg ja mein Zeug. Kann ich Ihnen helfen? Okay. So, du baue jetzt doch einfach mal eine Marinewerft. Hier hin. Und du baue eine Marinewerft. Dahin. Leute, bis jetzt sieht alles okay aus. Leuchtturm kann ich bauen. Kann mir noch mal überlegen. Ich habe Steine für. Habe ich nicht genug Steine? Die entsprechenden Marineanlagen sind fertig. Transporte mit Kriegsmaterial können kommen. Okay. Oh, jetzt einfach mal hier zwei U-Boote jeweils. Ja, ich bin noch sehr fraglos, ratlos, was das Ganze angeht hier. Wo kommen die jetzt her? Wollte man bei den Tipps nicht sehen hier. Es treffen ständig Transporter ein, bis sie alle 20 Ladungen erfolgreich erhalten haben. Halten sie den Weg frei. Albatrosjäger. Ich könnte mal einen Flughafen bauen. Da war doch irgendwas, dass man auf den Dings klicken kann. Falls ein Transporter stecken bleibt? Nee. Wählen sie einen deutschen Hafen, um herauszufinden, wie viele Ladungen gekommen müssen. Das will ich doch sehen. Oh Mann. Warum passt hier kein Flughafen hin? Und da nochmal einen Flughafen hin. Was ist da? I don't get it, Leute. I don't get it. Unser Kurs für uns wird gesetzt. Oh, mal los. Muss ich den jetzt abholen? Berechne neuen Kurs. Wahrscheinlich, oder? Hier gesetzt. Und da kommen die vielleicht. Unser Kurs. Neuen Kurs. Kann das sein? Unser Kurs, Sir. Alles noch ein bisschen schwierig hier. Der rote Baron muss überleben. Wer ist der rote Baron? Holy crap. Ich warte.
Ja, die sind noch. Die sind noch unterwegs. Hier, du fahr mal darüber. Irgendwie kann ich die ja nicht hier gebrauchen in dem Gewässer. Noch sind sie unterwegs hierhin. Bocker, Mutter. Okay, da kommt noch der ein, da kommt noch einer. Ein bisschen mehr Reichweite noch reinhauen hier. Ich glaube, die Goldproduktion stellen wir mal ein. Weil nicht nötig. Aktuell zumindest. Ja, die fahren ja erstmal gerade hier rüber. Alle ganz entspannt. Joa. Da kommt der nächste. War mal hier mit dem einen. Aktuell kommen ja gerade alle von da. Guck mal, sogar Eisbrocken. Alter Schwede, ja, aber ein anständiges Kriegsschiff. Ja. Wie soll ich die jetzt verteidigen? Vielleicht sollte ich nochmal einen Dock bauen. Was ich tatsächlich auch benutzen könnte. Hier sind eine Menge Schiffe unterwegs. Box noch nicht fertig. Kriegsschiff. Gold und Holz. Oh, voll in sein Gesicht, ey. Oh, mitten in sein Gesicht. Da kommt jetzt auch einer. Ja gut, wir brauchen mehr Leute, die Holz sammeln. Schlicht und ergreifend. Die haben ja ihre Blockade hier am Laufen. Brauch mehr Holz. Okay. Die können wahrscheinlich nicht aus dem Wasser herausschießen. Würde ich jetzt einfach mal von ausgehen. Wir müssen wahrscheinlich Hallo? Äh,
Wahrscheinlich hier rüber, ja? Jetzt einfach mal so ein bisschen mit ihm hier irgendwo in die Mitte. Ey. Da ist zum Beispiel einer. Holy crap. Da ist ein Gegner, den wir nicht so einfach besiegen können. So, hol den Bomber aus der Luft. Barbaren. Unser Kurs, Sir. Wir werden angegriffen. Kurs wird gesetzt. Ihr Programm wird gesetzt. Berechnen wir euch um. So, die kommen dann wieder zurück, oder? Ist das anstrengend. Haben wir eine Geheimmission in England genehmigt. Lassen Sie ein U-Boot, eine Werft oder ein Dock in Großbritannien ansteuern und einem Geheimagenten eine kodierte Botschaft überbringen. Er weiß, was zu tun ist. Okay, bringen Sie ein U-Boot zu einem englischen Dock oder Hafen. Okay, dann fahren wir mal darüber. Mal dahin bauen oder so. Haben nicht mehr genug Gold. Okay. Gerade haben wir einen ganz guten Lauf, dass hier Leute durchkommen, glaube ich. Der müsste durchkommen. Und die beiden könnten es auch schaffen. Also dann brauchen wir noch 10. Aber die Hälfte. Gut, die ersten waren natürlich auch geschenkt, zugegeben. Gold und Holz. Haben wir nicht. War nicht so schlimm. Okay, wir verbringen auf jeden Fall diese Nachricht darüber. Hat aber überlebt. Ja.
es könnte er überleben. Leute. Jetzt zwei U-Boote bauen. Noch 11. Wir werden angegriffen. Weg. Nein. Fuck. Flugabwehr. Nice. Die mussten umdrehen. Das ist natürlich schade. Unser Kurs zu berechnen, neuen Kurs. Kurs wird gesetzt. Probieren das nochmal mit dem U-Boot. Er könnte es vielleicht schaffen. Was habe ich denn jetzt schon? Man sollte auf einen Hafen klicken können. Ja, da sehe ich jetzt noch nichts. I don't know. Okay, hier sind 3 von den Dingern im Weg. Da brauchen wir sowieso nochmal ein Auto, wollte ich gerade sagen, hier. Wir müssen die Blockade jetzt hier mal lösen. Warum ist er so langsam? Da ist das erste Hindernis. Jetzt gibt es hier sogar Abfangjäger oder wie? Ganz gut aus. Da haben wir uns, glaube ich, ein bisschen freigekämpft. Da kommen wir einfach nicht gescheit durch. Das ist aber auch kompliziert hier mit den ganzen Leuten. War es auch schon mit ihm wieder.
Ich hol mal noch so einen Kreuzer ran. Er soll sich ja nicht selbst zerstören hier. Hier los? Wie weit kannst du eigentlich fliegen? 170. Das ist schon ordentlich. Mein Auge juckt. Also beim Spielen immer ein bisschen nervig, wenn so ein Auge juckt. Nachschub hat den Hafen erreicht. Ja, ordentlich so. Noch 5. Wir werden angegriffen. Ihr Brücke. Fertig, Sir. Okay, ich warte. Sir, jawohl, Sir. Fertig, Sir. Okay. So, wo ist denn da der rote Manfred hier? Er hat den echt an eine beschissene Stelle gesetzt hier. Leute, hol den Albatros. Oh, 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 oh. Wir werden angegriffen. Oh, das war's für mich. Hat er sich einmal gefreut. Da ist der rote Manfred. Hol ihn dir, Manfred. Sehr gut. Manni, bester Mann. Sehr schön. Holy crap. Da oben ist auf jeden Fall irgendeine Blockade am Start. So, jetzt befreien wir hier oben mal den Weg noch. Aber die bewähren sich ganz gut hier, die kleinen. Achtung an Deck. Unterwegs. Wir werden angegriffen. Gesetzt. Berichte neuen Kurs. Achtung an Deck. So, Achtung an den Decks. Unser Kurs, Sir. Kurs wird gesetzt. Oh, das ist aber hier. Da sind sie Gegner. Los geht's. So, oh, richtig dicke Blockade hier. Oh, wir haben es geschafft. Die Vorräte für die bevorstehende Offensive wurden erfolgreich geliefert. Und
Ganz schön laut. Ja, sorry, dass wir da jetzt angehalten und haben. Vor allen Dingen, dass das jetzt, ja, glaube, dass das schneide ich zusammen. Das macht ja keinen Sinn, das jetzt als einzelne Folge zu haben. Hier meine 40 Sekunden Abspann. Wo wären denn die Hafen gewesen? Hier oben war eine fette Blockade. Hier hätte ich irgendwie es vielleicht schaffen können. Naja, gucken wir uns mal die Statistik noch an. Ja, merkwürdig, dass jetzt... ich habe überhaupt nicht drauf geachtet und dass das auch vor allen Dingen auch alles war. Irgendwie... Oh, Entschuldigung, falsche Taste gedrückt. Ja, wir sind jetzt in Kapitel 10. Atomzeitalter. Zweiter Weltkrieg ist das nächste dann. Ja, wir haben immer das meiste Militär gehabt. En Fleet. Ja gut, die sind natürlich auch alle aufgeteilt gewesen auf Flieger und was. Was haben wir an Klicks? 740 und immerhin 50% der Karte. Ja, doof, dass das jetzt für mich doof, für euch, ich schneide es ja zusammen, aber dass das jetzt, dass ich da überhaupt nicht drauf geachtet habe. Aber auch die Mission war gar nicht so lang. Sie war ein bisschen durcheinander, fand ich. Wusste nicht so genau, was ich tun sollte, aber wir haben es ja geschafft. Also von daher kann es nicht so schlimm gewesen sein. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann.